Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von View TV. Die erste in diesem Jahr und die siebte seit Start unseres Online-Magazins Wirtschaft und Leben im Kreis Viersen. Sie merken, View TV feiert Geburtstag. Ein Jahr jung ist das Magazin. Am Ende der Sendung ziehen wir Bilanz. Zunächst aber, wie gewohnt, zwei weitere Themen unserer heutigen Sendung. Barrierefreies Wandern am Niederrhein. Demnächst ist das nach Plan möglich. Und der bundesweit beste Auszubildende zum Kabelfertigungsmechaniker kommt aus Viersen. Neuigkeiten vom Businesspark Ransberg in Viersen. Das ist das erste Thema in dieser Ausgabe. Die Stadt Viersen und ein Investor aus Aachen stellten nun eine zweite Ansiedlung vor. Ein architektonisch auffälliges Bürogebäude, genannt Cube A61. Bislang gibt es dort eine moderne Kletterhalle. Für die Stadt Viersen ist es ein Leuchtturmprojekt. Doch in Wirklichkeit wird es ein Würfel. So mutet zumindest das neue geplante Bürogebäude im Businesspark Ransberg an. Da wo jetzt noch Brachfläche ist, wird das Gebäude bis Sommer 2015 stehen. Norbert Jansen von der Wirtschaftsförderung der Stadt schwärmt. Der Businesspark Ransberg hat drei wesentliche Standortvorteile. Zum einen die Nähe zur A61 und zur B7 in direkter Umgebung. Zum zweiten die hervorragenden Infrastrukturangebote in 200-300 Meter Umgebung. Und zum dritten, wir legen Wert auf eine gute Nachbarschaft mit herausragender Architektur und tollen Werbemöglichkeiten. Der Businesspark Ransberg ist ungefähr 40.000 Quadratmeter groß. Herausragend ist die Lage. Ein Steinwurf von der Autobahn 61 entfernt. 22.000 Fahrzeuge frequentieren täglich die Bundesstraße 7. Rund 300 Arbeitsplätze könnten hier entstehen. Der Cube Viersen ist ein sechsgeschossiges Geschäftshausobjekt mit vielfältigen Aufteilungsmöglichkeiten von etwa 50 bis 350 Quadratmeter. Er richtet sich insbesondere an Dienstleistungsunternehmen wie beispielsweise Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen aus der IT-Branche oder Unternehmen, die einfach Wert auf einen zentralen, werbewirksamen Standort legen. Der Businesspark soll großzügig mit zahlreichen Grünzonen gestaltet werden. Die Grundstücke können auf den Bedarf der Investoren zugeschnitten werden. Kosten für den erschlossenen Quadratmeter 95 Euro. Und die Stadt Viersen verspricht ein effizientes und schnelles Baugenehmigungsverfahren. Wandern wird auch am Niederrhein immer beliebter. Jetzt werden Teilstücke des Jakobspilgerweges auf deutscher Seite und des Pieterpad auf der niederländischen Seite unter ganz besonderen Aspekten unter die Lupe genommen. Wie geeignet sind sie für Menschen mit Behinderungen? Der Jakobspilgerweg in Moers am Niederrhein. Neben Wanderern und Spaziergängern treffen wir auch auf Sarah Overbeck und Guido Bonewitz. Das speziell geschulte Team misst und analysiert die Beschaffenheit des Weges. Immer mit dabei Wasserwaage, Maßband und eine Kamera mit GPS-Standortortung. Kilometer für Kilometer wird so vermessen und analysiert. Darauf geachtet wird auf die Wegbeschaffenheit des Weges. Ganz wichtig immer Steigungen, Neigungen und Querneigungen, weil manche Behinderte ja dann bei einer 6%igen Steigerung zum Beispiel den Weg alleine nicht mehr bewältigen können. Das sind die Dinge, wo wir dann eigentlich immer genauer hingucken und auch eine Fotodokumentation machen. Guido Bonewitz ist der bislang erste und einzige zertifizierte Erheber in Nordrhein-Westfalen. Die gesammelten Informationen verschwinden aber nicht in einer Datenbank. Ja, es gibt auch Handlungsempfehlungen der Infrastruktur. Wo können Veränderungen gemacht werden? Wo müssen Drängelgitter weggenommen werden? Oder die einfachste Variation, kann ich den Weg verlegen auf einen anderen Weg, der barrierefrei gestaltet ist? Wandern ohne Hindernisse. Das ist das Ziel des EU-Förderprojektes Netzwerk Marketing Fernwanderwege. Wandern wird immer beliebter bei Jung und Alt und wir möchten mit diesem Projekt dem Wanderer die Region nahe bringen und gleichzeitig auch die Wege zugänglich machen für Menschen mit Behinderung.
Im nächsten Schritt werden die am Rande der Wege gelegenen Hotels, öffentlichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in das Kataster aufgenommen, damit Menschen etwa mit Rollator oder Rollstuhl, aber auch Familien mit Kinderwagen zumindest auf Teilstücken die legendären Wanderwege genießen können. Wir wollen Ihnen nun einen jungen Mann vorstellen. 22 Jahre jung ist er. In seiner Freizeit spielt er gerne American Football und Tischtennis. In Berlin wurde Benjamin Josefo jetzt als bester bundesweit Auszubildender ausgezeichnet. Sehr zur Freude seines Ausbildungsbetriebes, denn SAB Brückskes, ein Spezialkabelhersteller, stellte zum 5. Mal den Bundessieger. Kabel ist nicht Kabel, besonders nicht die Spezialkabel der Firma SAB Brückskes im niederrheinischen Viersen. Hier werden für die Abnehmer in der ganzen Welt Spezialleitungen konstruiert und gefertigt. Die Qualität der Produkte ist in mehr als 40 Ländern der Welt geschätzt und gefragt. Über 500 Mitarbeiter arbeiten mit an den 1500 Sonderprodukten, die jedes Jahr auf Kundenwunsch hergestellt werden. Benjamin Josefo hat gerade seine Ausbildung zum Kabelfertigungsmechaniker abgeschlossen und dies als bundesweit bester Auszubildender in diesem Fachbereich. Seine Note entspricht einem sehr gut Plus. Der 22-Jährige erzielte diese Höchstleistung, obwohl oder gerade wegen seines Studiums der Elektrotechnik an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Also Ausbildung war 3 Tage im Betrieb, wo ich das Praktische dann gelernt habe und 2 Tage dann Studium, donnerstags, freitags meistens, wo ich dann halt die Theorie der Elektrotechnik gelernt habe, also Mathematik, Physik, Elektrotechnik. Josefo ist der erste duale Student aus der Kabelfertigung. Sein Erfolgsrezept? Aufgrund der guten Ausbildung, die hier geleistet wird, durch die Mitarbeiter und auch durch das Eigenengagement, das man irgendwo bringen muss dafür. Auch der Kabelbauer SAB Brückskes investiert in eine hochwertige Ausbildung seiner Fachkräfte. Damit will man dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Firmenchef Peter Brückskes hat die Zeichen der Zeit erkannt. Natürlich, dieses duale Studium, was wir jetzt seit 2 oder 3 Jahren bei uns anbieten, hilft uns natürlich dann auch in Zukunft ausgebildete, hochqualifizierte Leute zu kriegen, die dann in irgendwelche Managementpositionen reinwachsen können. Eine klassische Lehre zu machen und gleichzeitig zu studieren. Davon profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen. Am Anfang eines Jahres fasst man gute Vorsätze und plant den oder die Urlaube. Und da hätten wir einen Tipp für Sie. Wie wäre es mal mit einem Urlaub am Niederrhein? Zweilandreisen, das Buchungsportal für den Niederrhein, hat da tolle Angebote. Alte Handwerkskunst, Tradition, Wirtschafts- und Lebensweisen der Menschen in früherer Zeit. Das sind die Themen, die den Besuchern im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath im Kreis Viersen anschaulich vermittelt werden. Das kulturelle Zentrum des Kreises steht gleich bei 2 mehrtägigen Fahrradtouren des deutsch-niederländischen Tourismusunternehmens Zweilandreisen im Mittelpunkt. Vorgestellt werden sie im neuen Katalog Rad- und Wanderreisen zwischen Rhein und Maas. 18 Arrangements, darunter auch 2 Wanderungen, zeigen die unterschiedlichen Facetten der Grenzregion. Radeln oder Wandern im Naturpark Maas-Schwalm-Nette, das heißt Tschüss Stress, Willkommen Entspannung. Alte Wassermühlen, weite Wiesen, knorrige Kopfweiden, Seen, das erwartet die Wanderer und Radfahrer. Hier gibt es die einzigen Premium-Wanderwege im Flachland. Weitere Arrangements findet man im 52-seitigen Katalog zu den Themenbereichen Niederrhein klassisch, Rad und Schiff sowie Kultur und Kulinarik. Die Informationen mit Tipps auch für Daheimgebliebene findet man im Internet unter www.2-land-reisen.de. Ein Jahr ViewTV, Wirtschaft und Leben im Kreis Viersen. Das Ziel von ViewTV, in bewegten Bildern und mit Nachrichten über den Kreis Viersen zu informieren. Viral verbreitet und multipliziert über das Internet. Ich darf mich an dieser Stelle schon mal bis zur nächsten Sendung verabschieden. Das Team von ViewTV bedankt sich bei Ihnen, liebe Zuschauer, denn ohne Sie wäre ViewTV ohne Wert. Bitte empfehlen Sie uns weiter.
Das ist für uns Lob und Ansporn genug. Und hier die Bilanz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ViewTV. Wirtschaft und Leben im Kreis Viersen. Wir melden uns heute aus München. Wir begrüßen Sie heute aus dem schönen Brüggen. ViewTV, das online-basierte Videomagazin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, ist eine multimediale Plattform für den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen. Im Premierenjahr gab es 6 Sendungen mit einer Gesamtlaufzeit von 52 Minuten, darunter 15 Einspielfilme, 4 Nachrichtenblogs und 2 Reportagen vor Ort. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, wo konfektioniert wird. An dieser Maschine, die wir hier sehen, die ist speziell für Sie angefertigt worden. Hier kommen die Gewürze in die Mühle. Und das Besondere an dieser Mühle ist dieses Mahlwerk. Genau. Was ist die Besonderheit? Also die Gewürze haben ja ätherische Öle. Das ist das, was sie so schön macht, den Geschmack und das Aroma. Und die gehen einfach unheimlich schnell verloren. Deswegen ist es wichtig, dass man Gewürze kurz vorm Gebrauch erst zerkleinert. Und das passiert eben so einer Mühle. Rund 10.000 Klicks auf die Sendung und Beiträge von ViewTV gab es im ersten Jahr. Noch beeindruckender die Gesamtabspielzeit. Etwa 18.000 Minuten oder rund 300 Stunden. Kommunikationsziel von ViewTV ist es, den Wirtschaftsstandort am Niederrhein bekannter zu machen, die Vorzüge aufzuzeigen, die Menschen für den Kreis zu begeistern. Auch die Resonanz in Form von positiven Bewertungen zeigt, ViewTV ist auf dem richtigen Weg. Über 100 Mal ging der Daumen in den sozialen Netzwerken hoch. ViewTV wird über zahlreiche Kanäle verbreitet, so auch über die Landingpage www.view-tv.org. Auch 2014 sind 6 Sendungen geplant und ViewTV will noch bekannter werden. Also bitte empfehlen Sie uns weiter.